Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Hallo und herzlich willkommen zum Premium Jobs Podcast. Hier ist Andrea Patzelt und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Heute geht es um das Thema Xing. Ich habe vor einigen Monaten schon eine Folge dazu gemacht, doch mich fragen immer wieder Kandidaten oder auch Mitarbeiter und Führungskräfte aus Autohäusern, die sich verändern wollen, wie sie ihr Xing-Profil so pimpen, dass es auch funktioniert. Das heißt also, dass es professionell ist und dass es Lust macht, dich kennenzulernen und mehr über dich zu erfahren. Andrea-Patzelt.com. Für dieses Thema habe ich Oliver Gassner als Interviewgast eingeladen. Er hilft seinen Kunden dabei, sagt er, stressfrei organisiert und optimal vernetzt zu sein. Und einer seiner ganz großen Schwerpunkte ist das Thema Xing. Und darüber reden wir jetzt. Du bekommst ganz konkrete Praxistipps, die du sofort in deinem Xing-Profil umsetzen kannst. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Oliver. Herzlich willkommen im Premium Jobs Podcast. Hallo Andrea. Wo erwische ich dich denn? Ich sitze an meinem Schreibtisch mit Blick auf ein Fußballfeld, großen, naja, Garten nennen wir ihn. Es ist praktisch irgendwas, was von Rasen in Wiese übergeht. Ein Park sozusagen. Ein Naturpark, ein naturbelassener Park. Da werde ich demnächst wieder im Team rasiert, meine Frau auf dem Aufsitzrasenmäher und ich darf chirurgisch mit dem Handrasenmäher danach arbeiten. Und sitze hier in meinem Out-of-Home-Office, also das Haus ist nur 30 Sekunden entfernt, aber ich habe hier extra eine Tür und so und das ist super. Dass du in Ruhe arbeiten kannst dann. Genau, ne? Die Sonne scheint und man wäre eigentlich lieber draußen. Dann mache ich jetzt mal schnell. Ja, mach mal schnell. Soll nachher regnen. Okay. Und immer meine erste Frage beim Podcast, die ist immer die gleiche. Ich bin ja Recruiterin und wenn ich mit meinen Kandidaten zusammensitze, dann ist es mir immer wichtig, sehr schnell auch so den Mensch zu entdecken und zu gucken, was ist dem wichtig, worum geht's. Und deswegen ist meine Frage auch jetzt an dich. Zu deinem Lebenslauf, hast du denn einen geraden Lebenslauf oder sind da viele Zickzacks dran? Oh, mehr Zick als Zack, ja. Also kürzlich hat sich meine Mutter wieder beschwert, dass ich so lange studiert habe, was einerseits an einem Auslandssemester, also ich habe mal Deutsch und Englisch studiert und Literatur und Sprachwissenschaft in Konstanz hier. Habe dann nebenher solche Dinge gemacht, wie eine Literaturzeitschrift rauszugeben und da habe ich dann auch nochmal kürzlich drüber nachgedacht. Mein Auslandssemester hat mich eigentlich auch 2 Semester gekostet, sodass ich, glaube ich, Helmut Kohl in der Studiendauer überholt habe, aber ohne danach zu machen. Wie lange hat Helmut Kohl studiert? Ich glaube 16 Semester. Echt, das wusste ich nicht. Ja, aber ich weiß nicht, was der noch nebenher gemacht hat, Parteikarriere wahrscheinlich. Ja, also erfolgreich wohl ja auch. Ja, offenbar hat er das irgendwie hingekriegt, ja. Deutsch und Englisch studiert, dann ein Jahr lang irgendwie rumgesucht, geguckt, Presse, Werbeagentur, mir verschiedene Sachen angeguckt, dann doch kapituliert und noch das 2. Staatsexamen gemacht. Dann war ich 8 Jahre Lehrer. Okay. Für Deutsch und Englisch und habe noch Literatur, Grundkurs unterrichtet und alles Mögliche gemacht. Also wie gesagt, fast mehr Zick als Zack. Und irgendwann haben dann der Job und ich beschlossen, uns im gegenseitigen Einvernehmen voneinander zu trennen. Also als ich Abi gemacht habe, habe ich gesagt, nicht Arzt und nicht Lehrer. Also für Arzt hätten mir die Noten gefehlt. Gut, ein paar Wartesemester hätte ich ja auch noch untergekriegt dann. Und hat sich dann rausgestellt, dass das doch nicht so das Ideale war und habe mich dann erstmal mit allem, was ich konnte, selbstständig gemacht, Presseartikel geschrieben, Internetkram gemacht, sogar peinlicherweise Homepages gebaut, die wirklich hässlich waren wie die Nacht. Und dann hat sich das irgendwann rauskristallisiert, dass mich immer mehr Leute zu so komischen Social-Media-Sachen gefragt haben. Ja. Und dann musste ich dann irgendwann wohl definieren, dass ich dann wohl Berater und Trainer bin. Okay. Okay. Und das machst du ja schon eine Weile auch, ne? Das mache ich jetzt schon eine Weile. Das mache ich jetzt seit 2002. Also okay. Beziehungsweise 2002 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ich war noch zwischendurch
ein Jahr lang bei einem Freund, der eine Firma aufgemacht hat. Inzwischen würde ich jedem raten, sei da vorsichtig, weil er hat viel zu viele Leute gleichzeitig eingestellt und das gab dann irgendwie Zoff. Und dann bin ich nochmal ein Jahr zurück an die Schule und dann, also in der Tat, also fast mehr Zickzack geht fast nicht. Was ist denn jetzt so dann, wenn du jetzt so drauf guckst, so deine Leidenschaft? Also wenn du die vielen Sachen jetzt nochmal so Revue passieren lässt, was treibt dich an? Was bringt dich also zum Aufstehen? Was ich wirklich gerne mache, ist, also einerseits, also eine Weile habe ich mich immer als Web 2.0 Erklärbär vorgestellt. Inzwischen Web 2.0 Erklärbär, ja. Okay. Und jetzt sagt man ja nicht mehr Web 2.0, aber ich glaube, ich werde das wieder adoptieren, diesen Ausdruck. Also ich erkläre gerne Leuten Dinge. Also wenn mich jemand fragt, dann habe ich Spaß dran, wenn er es nachher verstanden hat. Und das bedingt natürlich auch, dass ich es vorher selber durchdringe und ich glaube, das ist das, was man auch als Literatur- und Sprachwissenschaftler lernt, dass man sich eben ein Modell baut, wie funktioniert das denn eigentlich? Weil um was erklären zu können, nützt ja nichts, wenn ich sage, mach da ein Bild rein, das sieht so und so aus, weil es besser ist. Mhm. Und dann sagt der, warum? Ich finde aber nicht, dass es besser ist. Und wenn ich dann erklären kann, warum es besser ist, so rum. Oder wenn ich sage, was weiß ich, der muss das innerhalb von 5 Sekunden verstanden haben. Also wenn ich einfach nur die Fakten den Leuten vor die Nase schmeiße und sage, das ist halt so, dann ist es ja weniger instruktiv, als wenn ich jemand auch erklären kann, warum es so ist. Aha. Mindestens, wenn er nachfragt. Manchmal ist auch schlau, vorher zu erklären, schau mal, das ist jetzt das Modell und danach bauen wir das jetzt. Okay. Ja, dann haben die Leute den Rahmen und können das, was man ihnen nahe bringt, können sie sozusagen eben auch in den Rahmen einfüllen und können es dadurch viel besser verstehen, sich besser merken, sind motivierter, es nachzuvollziehen und so weiter und so fort. Und daran habe ich eigentlich Spaß. Also ich habe Spaß, in Kommunikation Muster zu erkennen und mir dann aus dem, was ich dann selber gelernt habe, Verfahren und Modelle zu bauen, wie das denn dann eigentlich funktioniert. Mhm. Wir kennen uns jetzt erst seit kurzem, aber verlinkt sind wir auch schon seit 7 oder 8 Jahren auf Xing. Schon eine ganze Weile, ja. Ja, und ich habe jetzt ja den Hörern Praxistipps versprochen für Xing und fürs. Dann müssen wir mal Butter bei die Fische tun. Also weil ich kriege so viele Anfragen, also jetzt weniger jetzt von Mitarbeitern, die glücklich sind, ne? Also sie sagen, es ist eh wurscht. Manche haben dann einfach auch nur ein Basic-Profil oder die haben gar kein Profil. Aber wenn die anfangen, sich verändern zu wollen oder auch gerade Führungskräfte, wenn die von Job A zu Job B wechseln, da ist LinkedIn sicherlich auch ein Thema, aber nicht für heute, aber jetzt nur für Xing. Wie soll so ein Profil ausschauen, dass man erstmal gefunden wird, dass das attraktiv ist und dass du dich halt so verkaufst, dass das Sinn macht. Und ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir das mal konkret, und zwar konkret am Beispiel von meinem Xing-Profil. Genau, einen winzig kleinen Exkurs würde ich vorschalten. Ja. Und zwar, weil es nämlich genau so ein Mini-Irrtum ist, dem viele Leute unterliegen, die sagen, ja, ich muss nur ein tolles Profil haben, dann passiert es. Also ich male jetzt gerade, weil die anderen das nicht sehen können, male gerade mit 4 Fingern Anführungszeichen. Tüdelchen, ja. Tüdelchen, genau. Und meine Erfahrung ist, dass es 2 bis 3 Dinge braucht, je nachdem, ob es aktive Jobsuche ist oder Networking. Gehen wir mal einfach von, unter welchen Bedingungen funktioniert Networking bei Xing oder bei LinkedIn, das kommt aufs selbe raus. Und es sind 3 Faktoren. Der erste Faktor ist das Profil. In der Tat, das Profil ist wichtig und egal, wie viel Klingeln und Fähnchen da Xing noch an das Xing dran baut, das Profil bleibt einfach das Zentrum, ja, weil das ist das, die Menschen interessieren sich für Menschen, so. Also das Profil sollte so sein, dass man innerhalb von 5 Sekunden erkennen kann, was ist da los, entweder was ist da Nutzen für mich, warum sollte ich den beauftragen oder warum sucht der vielleicht einen Job, wie sieht denn das Profil aus und so weiter und so fort. Also je nachdem, was mein Ziel ist, dieses Ziel sollte innerhalb
von relativ kurzer Zeit erkennbar sein. Mhm. 5 Sekunden hast du gesagt. 5 Sekunden ist so, du hast ja mit dem Joachim Rumor eben diesen anderen Podcast gemacht. Mhm. Und der Joachim Rumor heute macht das, glaube ich, auch noch früher, aber auch sehr viele Webinare gemacht und hatte da immer dann die Frage, wie lange denn Leute auf so einem Profil sind, bevor sie wieder wegklicken. Also du hast aus irgendeinem Grund, das können jetzt alle mitspielen, die beim Podcast zuhören, du hast aus irgendeinem Grund hast du auf ein Profil geklickt. Erstmal egal aus welchem Grund. Und dann ist die Frage, wie lange bleibst du bei diesem Profil, wenn du dort keinen Impuls kriegst, der dich dazu bringt, dich noch mehr mit dem Profil zu beschäftigen. Und ich gehe jetzt mal nicht von der Recruiterin aus, ja, also sondern wenn du jetzt gerade nicht am Rekruten bist, klickst im Klingeln. Und dann hat er das die Leute immer gefragt und nach 5 Sekunden waren 80% weg und nach 10 Sekunden waren 90% weg und ich sage dann immer, und der Rest hat einfach vergessen, dass er das Fenster aufgemacht hat. Ja. Also wie gesagt, Recruiter, die gucken schon mal ein bisschen länger, aber da ist auch die Frage, wenn die halt ein Profil vorfinden, wo ganz, ganz wenig drinsteht, dann sagen sie, das ist offenbar nicht jemand, der sich gerade um Job bemüht, weil sonst hätte er ja mehr in sein Profil geschrieben, ja, zum Beispiel. Also das heißt, wie gesagt, erstmal 5 Sekunden. Dann das Zweite ist, ein sehr großer Teil von Leuten, die aufs Profil kommen, sind Leute aus dem eigenen Netzwerk. Das heißt, es nützt halt nichts, wenn ich 5 Kontakte habe oder 10 oder 15 oder auch 50. Also ich sag mal, wenn man so wie wir beide die 25 knapp hinter sich gelassen hat. Ja, das war jetzt nett. Ne, ja. Auch notfalls addiert. Dann hat man ja schon mit einigen Leuten zu tun gehabt. Und ich sage jetzt mal, bei jemand, der 10, 20 Jahre im Berufsleben ist, der hat sicher mit 500 bis 1000 Leuten irgendwie zu tun gehabt. Ja, also irgendwelche Visitenkärtchen fahren da irgendwo rum oder auch nicht. Mhm. Und meine Idee ist, dass die Idee ist, wenn ich mit jemand Kontakt hatte, egal wie kurz, dann kann die Person auch in meinem Business-Netzwerk sein. Okay. Ja, auch wenn es jemand aus dem Sportverein ist oder auch wenn es mein Stiefzwilling oder Halbcousin oder sonst irgendwas ist, ja, ich sage dann zu den Leuten auch, würde ihre Mutter sie nicht weiterempfehlen? Ja, es hat bisher immer funktioniert. Niemand hat gesagt, ich rede nicht mehr mit meiner Mutter. Also das ist einfach so eine Gewohnheit, die du für dich entwickelt hast, dass wenn du Menschen kennenlernst, dass du, auch wenn du mit denen nur 2, 3 Minuten gesprochen hast, dass du entweder die Visitenkarte dir schnappst oder aber dir sagst Name und suchst ihn dann später bei Xing schickst ihm eine Kontaktanfrage. Genau. Ja, kannst du ganz kurz da noch sagen, was schreibt man denn in so eine Kontaktanfrage rein, damit die... Hallo, schön, dass wir uns gestern getroffen haben. Ich bleibe gerne in Kontakt. Okay. Also das muss, wenn es jetzt natürlich so ist, dass man schon über was Konkretes gesprochen hat. Mhm. Ja. Nicht gestern, sondern gestern beim Wirtschaftsforum in Singen am Hohentwiel oder so. Ja. Weil das ist ja ein Text, der bleibt ja in dieser Kommunikation hängen, beziehungsweise im Xing steht der dann in diesen Notizen zum Profil. Das heißt, ich habe mir dadurch indirekt selber einen Gefallen getan, dass ich in 2, 5 oder 10 Jahren auch noch weiß. Woher kenne ich den? Ja, genau. Also ich weiß dann indirekt, ich habe ihn getroffen. Ja, ja. Ich weiß auch noch, wo ich ihn getroffen habe. Und vielleicht erinnere ich mich dann auch eher noch. Okay, gut. Also das waren jetzt 2 Sachen. Also einmal das Thema Profil, das andere Thema ist Netzwerk. So, und dann habe ich als drittes Aktivität, da werden wir auch gleich nachher drüber reden bei der Jobsuche, Aktivität. Heißt, dass mein Netzwerk und alle anderen vielleicht auch irgendwie mitkriegen, dass ich was mache. Also, dass ich mal eine Statusnachricht schreibe, dass ich mal einen Artikel in einer Gruppe schreibe. Auch wenn ich eine Frage habe. Ich muss ja nicht dringend für mich Werbung machen, zwingend, sondern ich kann auch mal sagen, hey, wie funktioniert eigentlich das und das? Ja? Und so weiter und so fort. Also, das heißt, wenn ich nicht bei Xing aktiv bin, kommt ein Drittel meiner Besucher aus meinem Netzwerk und 2 Drittel meiner Besucher kommen über die Suche. Und darum sagen immer alle Leute, was soll ich da in meinem Profil schreiben, damit die mich auch finden. Wenn ich aber bei Xing aktiv bin, kommen 2 Drittel der Besucher oder ja über 2 Drittel der Besucher kommen als Reaktion auf etwas, was ich bei Xing getan habe. Das heißt, ich verdreifache grob gesagt
meine Profilbesucherzahl dadurch, dass ich bei Xing aktiv bin. Das ist auch der Grund, warum bei 99% der Leute bei Xing nichts passiert, weil die immer noch denken, das wäre so eine Art Adressverzeichnis. Andrea-Patzelt.com. Wo fangen wir an? Wir fangen immer beim Wichtigsten an und das Wichtigste am Profil ist in der Tat das Bild, weil Menschen Menschen sehen wollen und Menschen Menschen in die Augen gucken wollen. Das heißt, ich sollte da grob auch so aussehen, wie ich dann aussehe, wenn ich zum Vorstellungsgespräch komme oder so oder wenn ich im Videointerview bin. Also da jetzt zwingend Jugendfotos reinzumachen, ist zwar eine tolle Idee. Ja, also ich habe gerade bei Herren über 50 habe ich dann erlebt, die haben dann irgendwie noch ihr Bild, wo sie 40 waren drin und da sehen sie halt dann nicht mehr so aus. Ja. Es macht auch Sinn, wenn ich da nicht so aussehe, als hätte ich gerade 5 € verloren oder 50 oder 500. Also da jetzt zum Beispiel das Passbild einzupflegen, macht auch keinen Sinn. Und jetzt ist eine interessante Frage, ob das Bewerbungsbild an der Stelle geeignet ist. Mal so, mal so. Es gibt so diese Philosophie, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, dass man auf einem Bewerbungsbild nicht zu stark lächeln sollte, ja, sondern eher freundlich gucken mit eher geschlossenem Mund. Ja, freundlich und offen gucken. Freundlich und offen gucken. Und viele Porträtfotografen eben für Bewerbungsbilder machen es dann so, dass die Leute den Mund zu haben. Wenn ich mit geschlossenem Mund leicht lächle, sehe ich immer noch muffig aus. Ich würde dafür plädieren, nicht das Standard, also für die Bewerbungsbilder, da mische ich mich überhaupt nicht rein. Anderes Thema. Bewerbungsbild, genau. Aber selbst wenn ich einen Job suche und bei Xing ein Foto einpflege, sollte ich dort etwas zugewandter und freundlicher aussehen. Also da darf man durchaus so nett lachen, wie du das da tust auf deinem Xing-Foto, wo man sagen würde, das ist vielleicht als Bewerbungsbild, wäre das zumindest nach dem Geschmack mancher Bewerbungsberater nicht optimal. Ja, aber ich bewerbe mich ja nicht. Du bewerbst dich ja nicht, genau. So, und jetzt gibt es noch einen Grund, warum die Bewerbungsbilder zum Teil ungeeignet sind, aber auch manche anderen Bilder ungeeignet sind. Und zwar, Bewerbungsbilder pappt man ja meistens mitten auf die Seite oder oben rechts auf die Seite. Ja. Und deswegen machen die Fotografen das so, und jetzt muss ich immer überlegen, dass sich die Leute nach rechts wenden, also von der Person aus gesehen nach rechts. Also die Schulter ist nach rechts, also die linke Schulter ist vorne, die rechte Schulter ist hinten. Okay. Damit die in dieses Blatt reingucken von der rechten Seite. Und das bei mir ist es jetzt andersrum, ne? Also genau, bei dir ist es andersrum, ja. Mhm. Und jetzt müsste ich meinen Bildschirm dir teilen, das lassen wir mal. Aber ich habe es spaßeshalber mal gespiegelt und dann sieht es viel zugewandter aus. Also bei dir sieht es momentan so aus, da ist die von dir aus gesehen linke Schulter vorne. Und dadurch wirkt es so, obwohl du nach vorne sehr sympathisch lächelst, wirkt es so, als ob du jetzt gleich aus dem Bild rausgehst. Ja, also dich sozusagen lächelnd verabschiedest. Und meistens, also ich mache das bei den Leuten, die ich berate, nehme ich erstmal ganz datenschutzgrundverordnungswidrig ein fremdes Bild von jemand, der es falsch macht und spiegle es und dann sehen die immer sofort, dass der jetzt plötzlich sympathischer aussieht. Also ich halte es dann auch in der richtigen Größe da entsprechend oben drüber und dann sagen alle, ah ja, das sieht sympathischer aus. Und meistens sind dann die Leute genauso wie du auch sofort an dem Punkt, dass sie sehen, oh, bei mir ist das ja auch falsch. Ja, okay. Es gibt noch x andere Dinge, die man beim Foto falsch machen kann. Ich sage immer, Ganzkörperfotos, wo man auf seiner Lieblingsdüne steht und die Lieblingsdüne ist auch noch ganz drauf. Oder natürlich Urlaubsbilder oder Selfies, am besten noch aus der Froschperspektive oder mit Duckface von oben. Also ich habe schon alles Mögliche gesehen. Yeah. Ja. Also wo ich dann sage, naja, das ist, ja. Oder manchmal sagen dann Leute, ja, aber bei der Party, da habe ich mich so wohl gefühlt. Dann sage ich, das mag ja sein, aber es sieht halt irgendwie, ist unscharf, unterbelichtet und so weiter und so fort. Also wichtig ist, wenn man jetzt zum Fotografen geht und Bewerbungsbilder machen lässt, dass man dem einfach ausgedruckte den Screenshot vom Xing-Profil mitbringt und sagt, ich brauche auch noch ein Foto, was dahin soll. Und ein Fotograf, der weiß es dann sofort, dass er dann die andere Schulter nach. Also immer wenn ich im Seminar mache und da ist ein Fotograf oder Designer und ich
zeigt so ein Foto und sagt, was ist an dem Foto falsch, dann sagen die, der dreht sich weg. Ja. Also das kriegen die eingebläut. Lernt man auch als Journalist, als Volontär, wie man das macht. Mhm. Gut, also das ist schon mal das Erste. Also sympathisch, nach vorne gewandt, also die Leute anguckend, freundlich, mit Zähnen lachen finde ich gut. Mit Zähnen lachen ist auch deswegen gut, weil oft das Bild ja sehr klein dann dargestellt wird. Und wenn man dann nicht mit Zähnen lacht, dann sieht es gar nicht so aus, als ob man lächelt. Und die Frage ist ja, auf wen klickt jemand? Und wahrscheinlich klickt jemand am ehesten auf ein Bild, was der Person sympathisch ist. Okay. Klar, der Recruiter klickt erstmal auf alles, was er denkt, was dann passt. Mhm. Ja? Aber dazu muss er ja erstmal das Foto sehen. Da kommen wir gleich nachher dazu. Mhm. Gut. So, dann eine Sache, was du schon gut gemacht hast, du hast ein Premium-Profil. Ja, also das heißt, du kannst zum Beispiel Kontaktanfragen auch begründen. Du kannst sehen, wer auf deinem Profil war und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist offensichtlich, dass das günstig ist, wenn man einen Job sucht, dann sehe ich, oh, es war ein Recruiter auf meinem Profil, dann kann ich den doch mal ansprechen und kann sagen, hallo Herr Müller, Sie waren da auf meinem Profil, ich sehe, Sie sind Recruiter, Sie sehen, oder vielleicht denken Sie, ich suche einen Job, da liegen Sie richtig, wollen wir mal telefonieren. Mhm. Da kann er immer noch sagen, nee, ich suche, keine Ahnung, ja, Schuhverkäuferin oder irgendwas und nicht Autohausmitarbeiter, aber eben, ja. Okay. So, Premium heißt auch, dass du diese wunderbare grüne Fläche da oben hast mit den dynamischen Wellen. Und das ist ein Bereich, in den kann man ein Bild einpflegen. Ach so? Genau. Wenn du auf Visitenkarte bearbeiten gehst, dann taucht in einer dieser Ecken von diesem Bild ein Stift auf. Also da taucht bei deinem Foto ein Stift auf. Ja. Dann kannst du das Foto neu hochladen. Und es taucht auch ein Stift bei dieser Fläche auf. Bei der Fläche ist jetzt ein kleines Problem. Wenn man da jetzt draufklickt, sieht man, die wird ganz viel größer. Ja. Das heißt, und wenn man nochmal draufklickt, wird die wieder viel kleiner. Mhm. Und das heißt, man hat hier ungefähr 1200 noch was Pixel. Ich habe es, weiß nie ganz auswendig. Also etwa 1300 Pixel breit und etwa 700 Pixel hoch. Ein bisschen, dann hat man noch ein bisschen Schnittkanten. Ja? So, und wenn man jetzt von oben und von unten so 160 bis 170 Pixel freilässt und sich nur in den rechten, jetzt muss ich überlegen, 850 Pixeln bewegt. Also das ist eine Fläche. Das ist das, was jeder dann sehen kann. Okay. Ja, also ohne zu klicken. Weil manche bauen da auch ihr Firmengebäude ein oder ihr Logo und dann wundern die sich, dass es so komisch abgeschnitten ist, weil sie natürlich die ganze Fläche ausnutzen und nicht oben, unten und auf der linken Seite da entsprechend was freilassen. Also oben, also etwa 300 Pixel hoch und 850 Pixel breit ist die Fläche, die man immer sieht. Okay. Wenn ich jetzt in der glücklichen Lage bin, dass ich arbeitslos bin. Du guckst jetzt gerade so komisch. Das ja, ich dachte so, hoppala, was sagt er da? Genau, also wenn ich einen Job suche und habe Glück und bin arbeitslos, dann kann ich ja einfach reinschreiben, hallo Leute, ich suche einen Job. Okay. Ja? Und damit habe ich die 5-Sekunden-Regel so dermaßen genial erfüllt, dass jeder, der da drauf kommt, sieht, oh, der sucht einen Job. Also zum Beispiel, so ein Ami. Wenn ein Ami einen Job verliert, der braucht etwa 14 Tage, dann hat er wieder einen. Ich weiß nicht, weil kennst du die Statistiken in Deutschland? Nee. Aber da sind es eher 4 Wochen oder 4 Monate oder, ja? Und warum? Ja, je nach Qualifikation auch. Je nach Qualifikation, aber auch, wenn dann einer sagt, ja, ich habe jetzt aber hier ein Häuschen am Bodensee, ich will jetzt nicht nach Buxtehude, ja, oder sonst irgendwo, wo es sicher, da war ich noch nie, aber da ist sicher total schön in Buxtehude. Dann wird es natürlich eng. Aber das ist dann auch eine Herausforderung. Aber wie auch immer, wenn ich jetzt frei kommunizieren kann, dass ich einen Job suche, oder wenn ich schon gekündigt habe oder schon gekündigt bin, auch in diesem Fall natürlich, oder das offen mit meinem Chef diskutieren kann oder so, dass da keine Irritationen aufkommen, dann kann ich dort ganz offensichtlich das kommunizieren. Als Tipp würde ich übrigens sagen, ich habe da lang irgendwie immer mir selber was zusammengebastelt, da irgendwelche Grafiken reingemacht für die Coaches. Inzwischen benutze ich da canva.com, canva.com. Das kann man vollkommen kostenlos nutzen. Da gibt's auch wunderschöne kostenlose Hintergrundbilder, die kann man dann so ein bisschen blass machen und dann kann man eine Textbox oben drüber machen und in die Textbox kann man reinschreiben, Suche Stelle als sofort ab in der und der Region
und dann vielleicht noch die eigene Mailadresse an der Stelle auch in die Grafik reinbauen. Und dann weiß der Recruiter alles, was er wissen muss. Mhm. So eine Textbox, Oliver, Entschuldigung, so eine Textbox, die kriegst du nicht über Canvas, ne? Also doch, die kann man mit Canva, da kann man so Texte einfügen. Ach so, okay, also du kannst das komplette machen, also das komplette Bild über canva.com kannst du machen. Genau, ich meine auch, dass ich da was zu geblockt habe. Ich notiere mir, dass ich dir die URL dazu schicke. Dann packe ich das in die Shownotes rein. Und dann kannst du das in die Shownotes rein. Und wenn ich es noch nicht gemacht habe, dann würde ich da nochmal ein aktuelles Video machen. Das kann sein, dass ich mit Canva noch keins gemacht habe, sondern eins gemacht habe, so wie ich es früher. Da habe ich immer so komische Screenshots und weiß der Geier, und das war ganz hässlich und sah ätzend aus. Hat er auch seinen Zweck erfüllt, dass jemand, also nicht nur ein Recruiter sieht es ja, sondern jeder meiner Kontakte, der dann auf mein Profil kommt, sieht, oh, der sucht einen Job. Und wenn der was weiß, dann, ja, und wir wissen ja, dass die meisten Jobs oder irgendwie 70% aller Jobs werden irgendwie über Kontakte. Klar, über Empfehlungen, klar. Ja, über Empfehlungen, ja. Das heißt, wenn mein Netzwerk nämlich schön groß ist, womit wir wieder dahin kommen, und wenn mein Profil klar ist, dann habe ich eine viel, viel höhere Chance, dass jemand dann sieht, oh, der sucht ja gerade einen Job. Mir hat doch gestern jemand gesagt, da ist was, ja. Oder was weiß ich, dass drei Leute gerade gekündigt haben in seinem Autohaus und dass er ganz dringend Ersatz sucht. Mhm. Ja, also, So. Das nächste ist dann, man kann, also viele kommen dann auch zu mir und ich weiß nicht, ob dir das auch häufig passiert, die sagen, da steht immer noch mein alter Arbeitgeber ganz oben und der steht da ganz oben im Profil und das will ich eigentlich gar nicht, und obwohl ich da jetzt gesagt habe, dass das da geendet hat und oder wann es endet, der steht immer noch da oben. Da gibt's halt einfach Trick 17, indem man einfach hergeht und sagt, ich mache einen neuen Job-Eintrag und missbrauche Xing etwas und trage einfach als Firma ein, suche Stelle ab sofort als Region so und so. Ja, ich mache einfach in diese Berufserfahrung. Berufserfahrung, genau. Und dann kann ich auch gleichzeitig bei der Visitenkarte, da wo ich die bearbeite, kann ich diesen Berufserfahrungseintrag ganz nach oben ziehen in diese Liste, die dann bei mir eingeblendet wird. Und dann würde das auch ganz, ganz oben stehen. Okay, also hast du zwei Schaltflächen, also einerseits Visitenkarte bearbeiten. Genau. Und dann. Dann Liste ändern heißt es, glaube ich, oder Liste bearbeiten. Moment, ich bin jetzt in deinem. Liste bearbeiten heißt das. Ja, also genau. Karte, Liste und bearbeiten. Da kann man an diesem, das nennt sich, glaube ich, Hamburger-Menü, also an diesen drei waagrechten Strichen kann man dann die Reihenfolge, kann man das hoch und runter ziehen. Okay. Und mit dem X kann man's weglöschen. Und man kann auch eben von unten, da wo irgendwas anderes steht, also wer jetzt zum Beispiel seinen akademischen Titel da drin haben will, kann seinen Studieneintrag da hochziehen und so weiter und so fort. Okay. Und da kann man als Premium-Mitglied bis zu 5 Sachen haben. Ich würde empfehlen, nicht mehr als 3 dahin zu tun, weil sonst wird es übersichtlich. 3 ist sowieso dann ja mal eine gute Zahl dann auch, ne? Das ist nicht überfordert. Ich würde einfach mal auch auf andere Profile gucken und würde vielleicht so 21, 22, was, bis 25 zählen und würde gucken, was kann ich in der Zeit denn eigentlich erfassen. Mhm. Ja, wo wir dann wieder bei den 5 Sekunden sind. Da sind wir wieder bei den 5 Sekunden. Das ist auch, lernt jeder Salesmensch, 4 bis 5 Sekunden ist diese Amygdala, die irgendwie, ja, also bei den Fotos geht es sogar noch schneller, ob jemand sympathisch oder unsympathisch ist oder dieser erste Eindruck, das geht Millisekunden und dann nach 5 Sekunden sagt unser Gehirn, nee, da ist nichts Spannendes, ich gucke jetzt wieder irgendwo. Okay. Genau, also Visitenkarte und dann eben Berufserfahrung hinzufügen, genau. Wo du einfach sagst, du nimmst einfach den neuen Punkt als Punkt, um dich dann vorzustellen, sagen, ich suche einen Job. Kann man eben auch die ganzen Keywords reinschreiben, weil natürlich die Keywords, die in diesen Berufserfahrungsgeschichten stehen, die sind natürlich relevant. Dann okay. Sag doch nochmal ein kurzes Wort zum Thema Keywords. Was ist das und wie genau, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, weil jetzt würde ich aber kurz springen über Biete und Suche hinwegspringen, weil wir gerade über die Berufserfahrung geredet haben. Ach ja, übrigens, ganz, ganz wichtig, mal in die Einstellungen zur Privatsphäre gehen. Manche Leute haben eingestellt, dass nur Kontakte ihnen Nachrichten bei Xing schicken. Okay. Einstellungen findest du oben neben Visitenkarte bearbeiten bei den 3 Punkten. Und genau, dann, beziehungsweise, ganz, ganz oben das Zahnrad, neben Hilfe. Auf das Zahnrad und dann auf Einstellungen. Okay. Ganz, ganz oben ist ein Zahnrad,
neben der erweiterten Suche oder neben der Hilfe. Und da kann man nochmal auf Einstellungen gehen und dann auf Privatsphäre. Und da sollte man sowohl bei den Benachrichtigungen, also bei der Privatsphäre, sollte man schauen, dass zum Beispiel die Aktivitäten für andere auch sichtbar sind, weil sonst hat man diesen Effekt natürlich nicht, dass das Netzwerk das sieht und aufs Profil kommt. Aktivitäten sichtbar heißt, vielleicht soll man es kurz einmal erklären. Also das erste ist Auffindbarkeit, was man da sieht. Ja, also Einstellungen und dann Privatsphäre. Das erste ist Auffindbarkeit. Da sollte man einstellen, dass das Xing-Profil im Internet sichtbar ist, dass es auch bei Google als Suchergebnis auftaucht. Okay. Das hat einfach den Grund, dass wenn jemand meinen Namen schon sucht, dann soll er auch mich finden und dann soll er möglichst etwas finden, wo ich bestimme, was da steht. Mhm. Und man soll eben, also ja, es macht Sinn, dass wenn jemand meinen Namen eingibt, dass er dann auch mein Profil findet, weil da bestimme ja ich, was dort steht. Okay. Dann das nächste ist, dann ist Standardansicht, Besucher sehen zuerst, wenn man sich jetzt Mühe mit seinem Portfolio, also das Portfolio aus meiner Sicht ist jetzt nicht total nötig. Ja, man kann daran arbeiten und man kann da wirklich einen schönen kleinen Flyer machen, ist vielleicht eher für so Leute wie uns interessant, dass wir da einen kleinen Firmenflyer platzieren können. Das ist nicht der Killer-Faktor für jemand, der einen Job sucht, wenn man auf den kaprizieren. Ja? Also Profildetails anklicken dann. Da kann man Profildetails lassen, beziehungsweise, ja, genau. Mhm. Dann Kontaktliste, sichtbar, da hast du natürlich das unsichtbar gemacht. Das macht eventuell wirklich in der Tat Sinn für Recruiter und PR-Leute. Da sehe ich das ein, dass die ihre Kontaktlisten verbergen. Hat aber den Nachteil, dass wenn du jetzt auf einen anderen Kontakt klickst, dann siehst du maximal einen Pfad, den du zwischen dir und der Person hast. Ja. Auch wenn es 6 oder 8 oder 12 Pfade gäbe und vielleicht irgendeiner der anderen Pfade ein besserer Kanal wäre, um den anzusprechen, weil die Person dich vielleicht besser kennt oder was auch immer. Also das in die Kontaktliste, der Idealfall, also bei mir ist das für alle Mitglieder sichtbar. Okay. Dann kann man anzeigen, welche der Gruppen sichtbar sein sollen. Das ist jetzt klar, wenn ich jetzt in der Gruppe bin, was weiß ich, Free Climbing, Paragliding und vielleicht noch irgendwas Verletzungsgefährdetes, Handball, aktive Handballspieler. Ja. Keine Ahnung, wer sich da am meisten verletzt bei den Handballern. Ich glaube schon eher die Feldspieler. Aber wenn ich jetzt Sportarten mache, wo ich dann montags immer erstmal beim Arzt bin, dann macht es vielleicht Sinn, die Gruppen nicht anzuzeigen, aber ansonsten. Ich denke, dass das was ist, wo jetzt ein Recruiter als allerletztes nachschaut. Dann Aktivitäten, also mindestens für meine Kontakte würde ich es freigeben, als Jobsuchender jetzt immer, ja. Oder eben auch für alle Mitglieder. Also ich gucke, wenn mich jemand anfragt oder wenn ich jemand kontaktieren will bei Xing, dann gucke ich auch mal, was macht der denn bei Xing? Ist der denn da überhaupt aktiv? Ja, und wenn der natürlich seine Aktivitäten, das Standard ist, dass es eben nur die Kontakte sehen und die meisten Leute ändern natürlich Standards nicht. Ja? Okay. So, und jetzt bei den Aktualisierungen, das ist das, okay. Was... Also würdest du es für alle Mitglieder freigeben, die Aktivitäten? Ich würde die für alle Mitglieder freigeben. Also du müsstest die jetzt für dich... vorher mal gesagt, ich baue gern Modelle, damit Leute was verstehen. Du müsstest dir jetzt überlegen, was ist denn jetzt wirklich ein konkreter Fall, wo du sagst, es ist ein Nachteil, wenn jemand weiß, dass du bei Xing irgendwas machst. Also welche Aktivitäten dann getickert werden, das legen wir ja auch gleich noch fest. Ja, okay. Also das heißt, du kannst bestimmte Aktivitäten auch verbergen, zum Beispiel neue Kontakte, was bei dir natürlich definitiv Sinn macht. Ja, das wobei nicht jeder, den du, wenn du jetzt natürlich nur Kandidaten als Kontakt hast oder nur Auftraggeber, das ist, sage ich, natürlich irgendwie doof, ne? Weil dann jeder sofort weiß, was jemand mit dir zu reden hat. Ja? Mhm. Sondern wenn du eben auch den Menschen aus dem Gartenverein und den gestern von der Grillfete und den vom Business Lunch und so hinzufügst, ja, dann wird ja irgendwann klar, okay, die hat da nicht nur Kandidaten und Kunden. Mhm. Okay. Mhm. Ich würde das für alle Mitglieder freigeben, weil das halt ein wesentlicher Faktor ist, wie viele Leute dein Profil überhaupt sehen.
Weil was soll denn passieren, wenn einer dein Profil nicht sieht? Nix. Ja? Also die Leute sagen, wie bin ich bei Xing am so verborgen wie möglich, um einen Job zu suchen? Dann sage ich, was jetzt? Suchst du einen Job oder willst du verborgen sein? Yeah. Ja, also okay. es gibt you can't have the cake and eat it too, hat mein Anglistik-Prof immer gesagt. Ja? Mhm. So, und dann kann ich hier bei Aktualisierungen, da kann ich jetzt festlegen, was tickere ich und was tickere ich nicht. Mhm. Faustregel, je aktiver ich bei Xing bin, desto weniger tickere ich. Aber aus meiner Sicht kann man die ersten 5 Punkte wegmachen. Also meine Profilaktualisierung, also wenn ich Suche biete, verändern, meine Berufserfahrung, wenn ich da was ändere, meine Jubiläen, 10-jähriges Jubiläum beim Arbeitgeber. Es wird bei LinkedIn auch immer getickert. Soll ich jetzt sagen, Andrea, herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt 10 Jahre bei Andrea bist. Ja, toll. Also immer noch nicht verhungert, toll. Ja, also ich weiß nicht. Ja. Meine Visitenkarte, also Änderung des Namens, des Fotos oder der geschäftlichen Kontaktdaten, das kann man, und vor allem meine neuen Kontakte, weil 99%, also ganz am Anfang ist es natürlich spannend, wenn jetzt 5 Leute gleichzeitig mit Xing anfangen und sich gegenseitig verknüpfen und dann meistens fügt einer jemanden hinzu, den der andere auch kennt. Aber ansonsten, so die ersten 5 würde ich wegmachen. Die letzten 4, die würde ich aktiv halten, meine Events, dann sieht mein Netzwerk, bei welchem Event ich bin. Ja, da sieht also jemand, bei welchem Event er dich treffen kann und sagen kann, Andrea, lass mal kurz, ja, komm mal in die Raucherecke, musst nicht rauchen, aber ich habe was mit dir zu bereden. Ja, meine Gruppenaktivitäten, klar, wenn ich was in eine Gruppe schreibe, also nur wenn ich ein Post initiiere, nicht wenn ich antworte, wird es getickert. Das macht natürlich Sinn. Unternehmen, denen ich folge. Das heißt, wenn ich jetzt deinem Unternehmen folge und du machst ein Update auf deiner Firmenseite und ich teile das, ja, dann sollen die Leute das natürlich auch sehen. Und meine News, also das ist dasselbe, wenn ich Newsartikel kommentiere oder eine Newsseite folge. Okay. Die 4 Sachen machen einfach Sinn. Mhm. Und ja. Das ist gut zu wissen. Ja, also das, ja, und das ist, wie gesagt, einer der wesentlichen Dingens. Und dann eigentlich, jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier, wichtig ist meine Nachrichten. Alle Mitglieder dürfen mich anschreiben, lese Bestätigungen aktiviert oder nicht. Das kann man sich aussuchen. Ob man jetzt Beiträge und Kommentare, dass Suchmaschinen die finden können sollen, weiß ich nicht. Und dann gibt es eben hier noch den Bereich Benachrichtigungen. Das ist ganz wichtig. Also mir passiert es oft, dass ich auf Xing jemand weiterempfehle oder umgekehrt. Ich habe schon Leute gefunden, die suchen bei Xing entweder einen Job oder Kunden und haben es so eingestellt, dass nur Kontakte ihnen Nachrichten schicken dürfen. Gleichzeitig machen sie es aber so, dass sie eine unbegründete Kontaktanfrage immer ablehnen. Dann wird es relativ schwierig. Dann kann ich denen noch was trommeln oder so. Also okay. Dann muss ich denen eine Postkarte schicken. Dann lass uns doch hier auch noch mal kurz Schritt für Schritt durchgehen. Also Benachrichtigung. Genau, da sollte ich aktivieren, dass ich die per E-Mail kriege. Ja, bei einer neuen Nachricht in meinem Xing-Postfach sollten die Leute eine Mail kriegen. Reaktion auf meine Beiträge, da habe ich jetzt aktiviert, wenn jemand einen Link oder einen Beitrag kommentiert, der von mir kommt, auf den ich bereits reagiert habe. Also anders gesagt, wenn bei Xing irgendwo eine Diskussion losbricht bei etwas, wo ich auch involviert war. Okay. Wenn jemand meinen Link oder meinen Beitrag interessant findet, habe ich bisher deaktiviert, aktiviere ich jetzt mal. Da muss man dann gucken, wenn es dann zu häufig passiert, dann ist, naja, so. Mhm. Dann bei Ihre Kontakte, was habe ich da? Wenn ich eine neue Kontaktanfrage erhalte, sollte ich natürlich eine Mail kriegen. Mhm. Ja? Also ich bin jeden Tag in Xing, aber ich lasse mir das trotzdem per Mail schicken, weil dann sehe ich, der, mit dem ich gestern geredet habe, vielleicht über einen Auftrag, der hat mir jetzt eine Kontaktanfrage geschickt. Dann habe ich es natürlich eiliger, da reinzugehen, als wenn ich sage, naja. Mhm. Dann, wenn ich vergessen habe, eine Kontaktanfrage zu bestätigen, das habe ich mal aus. Wenn man natürlich sehr selten bei Xing ist, sollte man das auch aktivieren. Wenn sich Personen registrieren, die ich zu Xing eingeladen habe, macht irgendwie Sinn. Wenn einer meiner Xing-Kontakte Geburtstag hat, damit ich rechtzeitig daran denke, ich schicke immer, das gehört auch zu meinen Aktivitäten, ich schicke immer Geburtstagsnachrichten. Ich weiß, seit Jahren. Das ist ja schön. Ja.
Ja, und ich habe, wie du weißt, jedes Jahr ein anderes Zitat und viele bedanken sich. Viele sagen, boah, ist das ein schönes Zitat. Viele sagen, ich habe es mir ausgedruckt. Manche sagen, ich habe es mir abgeschrieben. Manche sagen, ich habe es jetzt in meine Zitatsammlung getan. Ja? Geburtstag dann, wenn einer meiner Kontakte einen neuen Job oder Arbeitgeber hat. Habe ich jetzt mal aktiv, ist Geschmackssache, ja. Mhm. Jetzt in deinem Fall würde ich sowas natürlich aktivieren, ja, super spannend. Weil dann siehst du, ob es geklappt hat oder ob der jetzt vom Markt ist oder was auch immer. Ja, ja. Oder dass es sich in 3 Monaten vielleicht lohnt, mal nachzufragen, ja, ob er noch happy ist. Wenn Xing mir interessante Mitglieder für mein Netzwerk vorschlägt, habe ich jetzt auch mal aktiviert. Das ist, also wenn man noch, sagen wir mal, unter 500 Kontakte hat, findet man da immer jemand, den man kennt. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Ja, das ist, denke ich, das Wesentliche, was man jetzt hier, anpassen kann. Ja. Ja, super. Also wir haben eigentlich nur, wenn ich vergessen habe, eine Kontaktanfrage. Und wie gesagt, das haben viele Leute deaktiviert, weil sie sagen, Xing schickt so viele Nachrichten, jetzt deaktiviere ich da alles. Ja, super. Ne? Und dann, ja. Okay. Oliver, wir haben, genau. Ich habe jetzt gerade mal kurz auf die Uhr geguckt. Ja, wir sind gut in der Zeit. Wir sind gut in der Zeit, wir sind fast schon fertig. Was brauchen wir noch, um das rund zu machen? Was wir definitiv brauchen im Profil, ist, dass die einzelnen, natürlich, dass das einigermaßen vollständig ist. Ja? Also man sagt so, die letzten 10 Jahre sollten eigentlich abgedeckt sein. Okay, ja? Bei Berufserfahrung jetzt, ne? Genau. Mhm. Und dann macht man sich natürlich viel besser suchbar, wenn man in diese entsprechenden Job-Einträge, man kann es ja so ausklappen, und da gibt es auch eine sogenannte Beschreibung. Und wenn man in diese Beschreibung in Stichworten auch einträgt, was man in diesem Job gemacht hat. Also das, wo man vielleicht denkt, wo jemand entsprechend danach suchen könnte. Okay. Und auch wenn sich das wiederholt, also wenn ich jetzt 10 Marketingjobs jeweils ein Jahr lang hatte, das wäre nicht so gut, aber wenn ich 5 Marketingjobs jeweils 2 Jahre lang hatte, darf ich da jedes Mal wieder Marketing reinschreiben. Weil bei der Xing-Suche besteht zumindest die Vermutung, dass Keywords, die häufiger vorkommen, genau, da wollten wir auch nochmal drüber sprechen, über die Keywords. Wir wollten über Keywords reden. So, und das Schöne ist, dass man bei Xing über Keywords fast nicht mehr nachdenken muss. Man kann nämlich einfach das Ganze mal parallel machen. Geh mal auf Premium. Und dann gehst du auf Auffindbarkeit erhöhen. Das ist das dritte, was da oben auftaucht. Also Premium auf diesen Premium-Diamanten, Premium und Benefits. Das ist links, ne? Links in der Reihe Premium und Benefits. Genau. Und dann auf Auffindbarkeit erhöhen. Das ist der dritte Punkt oben. Genau, ne? der dritte Punkt oben. Dann kann man dieses erste fast überblättern. Da steht übrigens, bei Prozent ihres Profils sind ausgefüllt. Ich habe noch niemand erlebt, wo da 100% steht. Mhm. Da steht immer 95%. Das ist pures Nudging, würde ich vermuten. Also da wird man einfach motiviert, jetzt noch mehr ins Profil zu schreiben. Also okay. dieses erste Panel kann man überstehen und dann überschauen. Und dann steht da Suchhäufigkeit ihrer Begriffe. Ja. Was man hier ignorieren kann, ist die rechte Spalte. Bei mir steht jetzt zum Beispiel Marketing -2. Also das sind immer die Suchanfragen der letzten 7 Tage. Ja? Mhm, und jetzt steht hier Marketing -62%, Vertrieb -66%, Unternehmenskommunikation plus 583% steht da bei mir jetzt. Ja? Mhm. Das heißt, in 4 Wochen suchen alle Leute bei Xing nur noch nach Unternehmenskommunikation und keiner mehr nach Vertrieb. Also diese rechte Spalte Entwicklung, die kann man getrost ignorieren. Von der sollte man sich nicht irritieren lassen. Mhm. Der wichtige Knopf hier ist folgender, nämlich Ergänzungsvorschläge anzeigen. Klick da mal drauf. Unten rechts, ne? Genau. Unten grüner, rechts, grüner, genau. Button. Grüner Button mit schwarzer Schrift. Oh, wie cool. Da war ich noch nie. Genau. Ja. Und jetzt such dir einfach mal von diesen Begriffen, die du da jetzt siehst, such dir mal 3, 4 Begriffe nur aus. Okay. Ja, du kriegst immer 5 Begriffe. Wenn alle 5 passen, kannst du auch alle 5 dran machen. Ach so, okay. Dann kriegst du was Neues aus. Genau, du kannst jetzt hinten ein Häkchen dran machen, bei denen, die passen. Aha. Mach das mal. Ich möchte ja. Alle anderen können ja dein Gesicht nicht sehen, aber ich möchte gleich dein Gesicht sehen. Was dann also mach die Häkchen dran und dann sagst du Auswahl übernehmen. Auswahl übernehmen. So, um welche Prozentzahl haben wir die Sichtbarkeit von deinem Profil erhöht? Um 42,12%. Nicht schlecht, oder?
Wow. Also 28.000 vor der Optimierung, 40.000 nach der Optimierung. Das ist ja cool. Mhm. Ja. So, und natürlich hörst du jetzt nicht auf, sondern einfach Shift neu laden, also Shift Reload. Wenn du das jetzt noch ein paar Mal hintereinander machst, dann kannst du die Reichweite von deinem Profil locker verdoppeln oder verdreifachen. Cool. Also Premium und Benefits. Mhm. Genau, Premium und Benefits, Auffindbarkeit erhöhen und dann das mehrmals machen. Und man kann es dann später einmal die Woche machen. Also das ist das Beste zu Keywords. Und das sind natürlich auch Keywords, die ich dann bei der Beschreibung der Jobs, sofern sie passen, wiederholen kann. Okay. So, jetzt gucken wir mal nochmal zurück zu deinem Profil. Es gibt dann schon noch ein paar kleine Ecken, wo man, also zum Beispiel manche Leute geben nicht an, dass sie Deutsch können. Die schreiben dann Sprachen Englisch. Mhm. Ja? Also bei dir steht jetzt Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch und du hast für alle auch ein Skill-Level angegeben. Mhm. Das ist allein deswegen, weil es dann halt ein bisschen bunter ist und man vielleicht eher noch hinguckt. Mhm. Das ist jetzt so eine Kleinigkeit. Bei Organisationen, das war früher mal wichtiger, da gab es noch so eine Suche, Leute, die in denselben Organisationen sind wie ich. Aha. Nach denen kann man zum Beispiel auch gucken, wenn man nach Kontakten sucht, natürlich. Mhm. Ja. Also das ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Und dann kannst du eben auch was dann unten ist, ist so ein Indikator und da kann man dann vielleicht dann auch schauen, was das für einen Effekt hat, was wir jetzt besprochen haben, nämlich man sieht ja, dass du seit 2. Dezember 2007 bei Xing bist, also jetzt 12 Jahre, wenn ich das richtig rechne. Ja. Und in diesen 12 Jahren hast du 21.058 Profilbesucher. Also haben wir 21.058 dividiert durch 12, haben wir jetzt gesagt. Mhm. Das heißt, du hast etwa 1.754 Besucher pro Jahr. Und wenn wir das jetzt nochmal durch 52 dividieren, einfach damit wir eine übersichtlichere Zahl haben, haben wir 33 Besucher pro Woche. Okay. Ja. Das ist wie die Pizzeria, die 33 Flyer verteilt pro Woche und sich wundert, wo die Besuchermassen, also wo die hungrigen Leute bleiben. Ja. Du bist ja böse. Ja, sag mal weiter. Also 33 ist gar nicht so schlecht. Also ich habe schon. Ja, ist schon gut. Also schon man schafft es, wenn man sich ganz unsichtbar macht, schafft man es auf ein Besucher alle 2 Wochen. Oder ja. So. Ja, ich habe ja die Aktivitäten jetzt angemacht. Aber auch gerade eben erst. Ja, so vor 10 Minuten. Ja, genau. Noch hat das keinen Effekt. Aber das ist jetzt zum Beispiel was du jetzt, das könntest du jetzt tracken, ja, du könntest dir einen Zettel schreiben, könntest schreiben, was haben wir denn gerade? KW, 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 KW. Wir haben KW 15, ja. 15, ja. Genau. Kannst du schreiben KW 15, 21.058. Und dann kannst du alle paar Wochen mal gucken, wie viel es jetzt denn sind. Okay. Ja? Wenn du jetzt auch vielleicht regelmäßig eine Statusnachricht oder so schickst. Okay, ja. Cool. So, jetzt nur ganz kurz, der ganz wesentliche Tipp für den, der den Job sucht. Wenn das Profil jetzt optimiert ist, dann ist es jetzt Zeit, aktiv zu werden. Wie kann ich aktiv werden? Am Anfang habe ich gedacht, ja, das Netzwerk vergrößern und dann einfach jeden Tag einmal posten, hallo Leute, ich suche einen Job. Und das war insofern ein Irrtum, als das gar nicht so schnell geht, dieses Netzwerk so schnell hochzupushen, dass jemand binnen 2, 4, 6, 8 Wochen auch einen Job hat. Mhm. Und da gibt's einfach eine ganz einfache Methode, nämlich man hat ja jetzt die erweiterte Suche. Das heißt, ich muss jetzt nur sagen, Autohaus, vielleicht mein Bundesland. Mhm. Nochmal ganz kurz, das oben erste Zeile ist das. Ne? Erste Zeile, genau. Und Stichwort steht erweiterte Suche. Genau, da steht erweiterte Suche. Das würde man jetzt runterklappen und würde sagen Mitglieder. Oben hake ich mein Land an, also wahrscheinlich für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer Deutschland. Mhm. Dann sage ich meine Postleitzahl. Ja, also du bist jetzt irgendwie in München, oder? 80? Genau, 80801. Genau, so, da reicht jetzt die 80 Stern. Ja. Okay. Stern heißt, geht irgendwie weiter. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich will noch das Umland dazu nehmen, dann kann ich ein großes Ohr schreiben, also das englische oder, großes O, großes R. Wieder ein Leerzeichen und kann noch sagen 81 Stern. Mhm. Andrea-patzelt.com.
da ein bisschen rumspielen. Da muss man einfach ein bisschen rumspielen. Auch für das Autohaus, also wenn jetzt die Hörer, Disponenten, Serviceassistenten, Automobilverkäufer, die schreiben da oben ihren Jobtitel und Autohaus zum Beispiel erstmal rein mit der ersten Selektion und Postleitzahl oder Ort und machen dann weiter, oder? Also man muss einfach mal ein bisschen rumsuchen, mit welchen Keywords finde ich meine Zielunternehmen. Okay. Das ist ja super, super, super dicht, Oliver. Also danke für die ganz, ganz vielen Punkte. Ich glaube, wir machen hier erstmal einen Cut oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das haben wir jetzt vergessen und das braucht es noch? Ich würde sagen, das war jetzt so das Wesentliche, was wir jetzt so in der ersten halben Stunde haben. Ja, fantastisch. Ich danke dir. Also ich packe deine Kontaktdaten in die Shownotes, also für diejenigen, die so wie ich habe hier so bestimmte Sachen noch nie aufgeklappt und noch nie gesehen und ich denke, den Hörern geht das auch so und wir sind ja wirklich so Schritt für Schritt durchgegangen. Also wenn du jetzt dein Xing-Profil aufmachst, ich denke, du wirst dann Stück für Stück dann einfach die Punkte finden und dann auch für dich entscheiden können, was du brauchst. Und also danke dafür, lieber Oliver. Was machst du denn, damit es dir gut geht? Schlafen. Wie viele Stunden am Tag oder in der Nacht? Also jetzt im Sommer muss ich zugeben, dass ich mich manchmal nach dem Mittagessen, also da gibt's auch Spätabendessen oft, also wenn es dann Sommer wird. Jetzt im Sommer, ich sage jetzt einfach jetzt im Sommer. Ja. Da passiert schon mal, dass ich mich nach dem Mittagessen so ein halbes Stündchen auch in Schatten lege auf der Terrasse oben. Okay. Und nachts, so zwischen 10 und also ab 5:30 wird hier der Lichtwecker hell, solange wir hier noch Schulkinder. Ein letztes Schulkind haben, meine Tochter, ist gerade im Endspurt die letzten 2,5 Jahre. Okay. Ich bin irgendwie in das Alter gekommen, wo ich mich auf meinem Sofa total super fühle. Also ich gehe auch gern unter Leute, ich organisiere ja Networking-Events und bin auch so nicht wenig unterwegs, auch bei anderen Networking-Events von anderen Veranstaltern. Und wenn ich dann mal wenn dann mal nichts ist oder wenn dann mal viel war, dann bin ich ganz zu Hause. Was ich mir jetzt demnächst gönne, ist wieder Republika in Berlin. Mhm. Da nehme ich das erste Mal den Sohnemann mit. Okay. Der kriegt das sozusagen zum Geburtstag. Und das ist eine Messe, oder? Ja, es war mal eine Konferenz von Bloggern für Blogger. Das war mal der Ursprung. Inzwischen ist es ein Kongress zum Thema Netzmedien, Netzkultur, Netzpolitik, Gesellschaft und Netz, kann man sagen. Okay. Und da sind dann halt, also zum Teil Netzpromis, David Hasselhoff war schon da. Schön. Aber auch wirklich Leute, die sich über das Internet Gedanken machen und über Netzfreiheit Gedanken machen aus den USA. Jeff Jarvis war schon da, Gunter Dück ist gelegentlich da, Sascha Lobo hält immer einen Vortrag und die Leviten, was wir anders und besser machen sollen. Und also inspirierend und auch gerade als Jungsausflug dann. Ne? Es gibt dann, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr wieder das Block and Burger Essen gibt. Also es gibt auch viele soziale Gelegenheiten dann außen. Vielleicht besser als David Hasselhoff. Er hat, glaube ich, nicht gesungen, also es war alles okay. Super. Oliver, ich danke dir für die Zeit, für die konkreten Tipps. Wünsche dir einen schönen Tag. Liebe Grüße. Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com. Oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com.